Tag 1 des European Judo Junior Cup. Im Berliner Sportforum werden an diesem Wochenende vom SC Berlin die Matten ausgerollt für die besten Judoka der Welt. Es ist ein wichtiges Turnier, denn es ist einer der größten europäischen Cups im Jahr. Ja, wir sind zu Hause in Berlin. Wir haben wirklich starke Athleten aus Berlin. Die Coaches machen hier auch einen super Job und da hoffen wir uns gute Leistungen von allen Beteiligten. Wir können zu Hause kämpfen und wollen Medaillen für Deutschland holen. Anders als bei einer Europameisterschaft ist der European Cup auch für Nationen außerhalb Europas offen. So konnten auch Kampfsportler aus zum Beispiel Brasilien oder Saudi-Arabien gegeneinander antreten. Dementsprechend hoch ist auch das Niveau bei diesem Turnier. Das ist zum Beispiel auch der Unterschied zur Europameisterschaft, dass du da zwar natürlich von allen die Besten da hast, aber manche Nationen sind halt stärker wie andere. Und wenn die dann hier mit 4-5 auftreten, dann ist das einfach also die Masse an sehr guten Athleten. Das ist das, was hier einfach das Besondere ist. Keine Zeit zum Kuscheln. In einem strengen Zeitplan gingen die unteren Gewichtsklassen heute an den Start. Mit geschnürten Judogi und den Gegner im Visier gab man sich auf der Matte erbarmungslosen Kämpfen hin. Wer da als Sieger hervorging, hatte allen Grund zur Freude. Oh, das war wirklich wichtig, hier zu gewinnen. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich hier den Europacup gewinnen kann. Für mich ist es immer toll zu gewinnen, denn ich liebe Judo und kann an Selbstvertrauen hinzugewinnen. Und zum Selbstvertrauen gehören natürlich auch große Ambitionen. Ich bereite mich auf die Olympischen Spiele 2020 vor und hoffe, dann auch nominiert zu werden. Naja, und wenn das klappt, wieso dann nicht auch 2024? Am Sonntag geben sich die Schwergewichte im Sportforum Hohenschönhausen die Ehre. Auch da erwarten uns hoffentlich wieder so emotionale und packende Wettkämpfe wie heute. Und vielleicht klappt's. Ja, dann auch mit der deutschen Medaille.